Wir sind ja am Sonntagmorgen, ist die Stimme dann leicht angeschlagen. Aber so ist es. Guten Morgen. Kimper Hai. Ja, moin. Ihr kennt ihn schon. Und ich freue mich, dass ich am Sonntagmorgen auf der ABF 2020 in Hannover richtig losmoven darf mit dir. Ja, ich freue mich auch. Schön, dass du da bist. Ja, danke. Ist wirklich nett. Wir haben ganz tollen Erfolg mit dem ersten, also bei mir im Kanal, ersten Niesmann und Bischof Video mit dem schönen Modell, das wir gefilmt haben. Vorgestern war das, oder? Oh Gott, die Höhen sind wirklich schlecht bei mir in der Stimme. Ja, am Donnerstag war das. Am Donnerstag war das. Ja. Super, vielen Dank für die tollen Kommentare. Da war so ein Kommentar dabei, warum hier ein Fiat-Motor? Wir haben gerade darüber gesprochen. Meine lieben Zuschauer, liebe Leute, ich nehme das Wort vorweg. Wenn man da ein anderes Maschinchen einbaut, eine andere Plattform, ein anderes Chassis, dann wird das Fahrzeug einfach mal schnell Minimum 15.000 Euro teurer. Und dann trennt sich wieder die Spreu vom Weizen. Das ist so. Da geht es dann um den Preis. Man schwimmt in einer Klasse und hat natürlich auch Mitbewerber. Man installiert sich dort und dann geht es nicht anders. Aber warum nicht? Das läuft ja zufriedenstellend. Das ist alles gut. Die Fiat-Motoren, die haben sich etabliert. Ja. Die laufen. Genau. Warum soll ich mehr Geld ausgeben? Und richtig. Die Leute sagen jetzt schon, die stehen vor dem Preis und denken, ja. Oh, 120, 127, ja, ja. 130.000 Euro. Genau. Und, somit und das, der Wagen ist geil. Vom Fahrkomfort her, mit dem Fiat, mit dem neuen Wandlergetriebe. Das neue Wandlergetriebe macht es jetzt perfekt. Vorher natürlich, das war ein Diskussionsgrund hier. Die meisten wollten dann in so einer Klasse Automatik haben. Da gab es die Komfortmatik. Moor, ja, war halt ein bisschen wie Smartfahren. Ja. Wer schon mal ein Smart gefahren hat, der weiß, das ruckelt dann mal ein bisschen. Aber das vom Preis-Leistungs-Verhältnis unschlagbar. Ende der Diskussion. Ganz einfach. Und jetzt den Wagen. Ja, eben. Ja. Einfach kaufen, und, einfach Spaß kaufen haben. Und Spaß haben. Der würde nicht schon so lange bewährt in der Gegend rumfahren, wenn es nicht die gute Kombination wäre. Ja, so im dritten Jahr jetzt. Ne? Im dritten Jahr, genau. Also, da haben wir es. Das Fahrzeug, den Smooth von Niesmann und Bischof. Von Verecke und Wels. Bin ich jetzt nicht gut? Ich habe es geübt. Sehr gut. Ich als bayerisch-österreichischer Verschnitt habe oft mal mit der Betonung echt ein Problem. Das ist so. Frag mal einen Bayer nach dem Firmennamen und du wirst 1000 Definitionen bekommen. Also, wir filmen da auch mal drüber, dann kann ich keinen Fehler mehr machen. Schön ist auch der Grill vorne. Diese kleine Aufwertung mit dem Chrom hebt ihn halt vom normalen Fiat, von der Fiat-Front ab. Ja. Schön. Drittes Jahr hast du mir erzählt? Ja, drittes Jahr läuft er jetzt. Ja. Jetzt ist wirklich halt von Fiat das Getriebe neu gekommen. Die neue Abgasnorm, die Euro 6D Temp. Ja. Und der Wagen ist passend für Städtetour. Richtig. 2,25 breit, ja. Kommen überall hin, maximal Länge 7,5 Meter. Genau. Sowohl mit Einzel- und auch Querbetten. Das ist natürlich echt voll ausgestattet. Ja, richtig. Wir gehen gleich rein. Ich finde diese Linie geil. Und deswegen auch dieses Smooth. Und das, was du hier wirklich auch hast, mit dieser, durch diese Dachkonstruktion. Ja. Du hörst keine Windgeräusche. Ja. Du kannst sogar selbst 130, 140 fahren. Ja. Du hörst nichts. Ja. Ja, toller Wagen. Ich genieße es richtig, jetzt hier mir den mal anzugucken, weil wenn ich ihn draußen in freier Wildbahn sehe, dann drehe ich mich immer um. Weil er sich halt ein bisschen unterscheidet von dem herkömmlichen. Ja. Ja. Ohne es immer böse zu meinen, das sind einfach mal persönliche Eindrücke. Es kann ja jeder seinen Eindruck schildern. Dann macht er einfach einen YouTube-Kanal auf und nennt den Kimper Egon. Und wie auch immer, hier habt ihr die Daten dazu, weil wir werden uns ein bisschen zeitlich beschränken, dass ich ja nicht wieder zu viel Blabla mache. Kommt ja auch mal vor, aber es ist ja, soll ja ein bisschen unterhaltend sein. Für den einen oder anderen ist es es dann vielleicht, aber man kann es ja nicht jedem recht machen. Genauso ist es bei der Wahl des Händlers, des Autos, man muss sein Gegenstück finden. Es ist ja genug Möglichkeit da. Tür ist auch schön mit dieser Zweiteilung, das peppt das gleich mal auf. Fein. Gehen wir mal außen rum. Supp. Heckgarage, ja, brauchen wir nicht reden, da passt alles rein, was das Camperherz begehrt. Vielleicht also zur Not kriegst du wirklich auch zwei Fahrräder rein. Ja. Wenn du zu zweit unterwegs bist und sagst, so lange das Wochenende kommt, ab an genau. See. Ja. Oder wir fahren nach Berlin, egal wohin, ja. Hamburg. Ja, richtig. Und viele fahren ja auch nur noch zwei, drei Tage um die Ecke. Das ist ja, schön genau. Zu sehen, das Urlaubsverhalten ist nicht mehr so wie früher. Ich habe ein Wohnmobil zweimal, drei Wochen, dann steht es den Rest der Zeit rum. Genau. Sondern wir fahren in die Therme oder nach Berlin. Ah, schönes Heck, warum nicht reden? Also, ja, ist glaube ich nicht nur mein Eindruck. Die Niesmann und Bischof bestechen einfach durch ihre Optik und durch die Qualität.
ja, Lichtschalter, Steckdose, Beleuchtung hier, Technikfach mit allem, was das Herz begehrt. Auch nur die guten Komponenten verbaut. Das sieht man hier gleich, die Kenner wissen es. Dann haben wir nochmal so ein Stauraumsystem drin mit Boxen. Die kannst du auf Auszügen rausziehen. Genau. Fein. Und ein Fahrradträger, seid mir nicht böse. Wenn jetzt ich komme und sage, ich kaufe mir dieses Auto und möchte hier auf dieses Heck einen Fahrradträger bauen. Da frage ich dich als Erstes, ist das dein Ernst? Richtig, ist das wirklich dein Ernst? Nee. Habt ihr aber auch bitte noch nie gemacht, oder? Nein. Weil das glaube ich, ist auch nicht möglich. Auch nicht. Es geht nicht. Der hat eben hier das geschwungene ja, Heck. Eben. Da also, du nicht dran. Das wäre ein Verbrechen. Ganz anders. Man kann es nicht anders schildern. Ja. Dann kannst du besser über eine Anhängerkupplung arbeiten. Ja. Oder die Heckfahrradträger. Da gibt es so schöne Lösungen, richtig. Alles ist gut, aber da geht ja genug rein. Ist da eine alte Heizung oder ist da eine Gebläseheizung? Oder gibt es die dann je nachdem? Bei dem hier, also das ist eine Option. Ja. Ich bestelle bei den Wagen grundsätzlich bei Niesmann und Bischof immer alte Heizung. Ja. Weil das ist einfach so ein geiles Raumklima. Ja. Perfekte Lösung. Das sollte man sich nicht lumpen lassen. Nein. Ich sag mal, bei der Summe jetzt nochmal 2700 Euro drauf. Also das wäre am falschen Ende gespart. Genau. Richtig. Und wenn du reingehst, merkst du auf keinen Fall, dass wir hier nur auf 225 sind. Wobei, glaube ich, das eine Sache ist, die man nur mit Zahlen wahrnimmt. Das ist dann dieses optische Raumgefühl, das man ja. hat. Ja. Also das ist wirklich toll. Ich gehe mal wieder voraus, nicht weil ich mich reinquetschen will. Wow. Also ich bin jetzt schon mal angetan, allein von der Küche, die müssen wir jetzt dann gleich mal aufklappen, das ja. ist toll. Da schiebst du hin und her, du hast Face-to-Face. Und hier, diese große Dachluke oben über der Sitzgruppe, die ja. du da siehst, die kannst du während der Fahrt vom Fahrerhaus elektrisch öffnen. Also wie ein Schiebedach wie ein bei Schiebedach. Deinem Golf zu Hause. Und selbst wenn du fährst und du hast die offen, ja. hörst du keine Windgeräusche. Cool. Ja, du kriegst zwar mit, es ist offen, natürlich soll aber auch du dann hast so nicht sein. Dieses Pfeifen. Ja, genau. Das habe ich auch nicht gewusst, siehst du mal. Klasse, wunderschön, wie das verarbeitet ist hier in den Rundungen. Das ist halt alles, wie sag mal, homogen, das ja. ist überlaufend. Und dann auch die Sitze, also wieder die Top-Version natürlich. Kommt auch nicht aus dem Hause Fiat, sondern SKA, glaube ich, gell? Das sind die SKA. Ja, oh, das merkt man immer gleich, gerade wir langen Lümmel. Wir wollen ja ein bisschen Halt haben, oder jeder will Halt haben, aber bei uns macht sich das extrem bemerkbar mit den langen Nackenlehnen. Da sind die Agouti-Sitze drin mhm. und du kannst aber die etwas besseren bestellen, die SK. Genau. Obwohl die Agoutis ja auch, die gibt es ja auch in verschiedensten. Wir wollen dem Agouti nichts abbeißen. Nein, um Gottes Willen. Ja, aber ich filme nochmal drüber. So ein paar Details schaden nicht. Fiat Cockpit kennt ihr ja zu Genüge. Und wer da Fragen hat, der schreibt, dann machen wir ein Fiat Cockpit Special wieder mal. Face to Face bewährt sich. Eigentlich Wahnsinn, dass es wieder mal so lange gedauert hat, diese alten Geschichten wieder zu beleben. Das ist wie Schlaghosen. Ich bin mir sicher, die kommen in den nächsten 30 Jahren auch wieder. Hat zurzeit ja ganz in bei Männern Hochwasserhosen. Kommt auch wieder ganz stark, sehe ich. Aber es ist alles Geschmackssache. Viel Neues kann man nicht mehr erfinden, aber es wird alles wieder aufgewärmt. Irgendwann ist wieder die Zeit für Hecksitzgruppen, für Face-to-Face. Toller Tisch, du kannst hier überall durchgehen. Polster brauchen wir nicht reden. Da kann ich mich nicht satt drücken. Schön. Wow. Alles hinterlüftet. Unterheizt, genau. Hinterheizt. Ja, da sind ja die, hier sind ja die Heizungskonvektoren hinter. Genau, von der, ja, Alde von der Alde. Also wer noch kein Alde Raumklima genossen hat und das dann das erste Mal hat, der will nichts anderes machen. Ja. Wow. Auch der Übergang hier oben. Schön. Sehr, sehr, sehr hübsch. Ja, das ist meine Küche. Und vor allem, du hast eine ordentliche Ablage. Zack, zack, du machst das ganze Ding zu, wie ihr gerade vorher gesehen habt. Und alles verschwindet und dann wird, das ist das keine Küche mehr, das ist ein an sich, in sich geschlossener Wohnraum. Wieder. Genau. Und ja, zeig's uns nochmal. Schön. Und alles ist smooth. Da scheppert nichts, da klappert nichts. Wenn du reingehst, hast du dieses Raumgefühl, das man sich erwartet von einem Oberklasse. Ja, teilintegriert kann man schon fast nicht mehr sagen. Man hat das Gefühl, in einem Integrierten zu sitzen. Ja. Also klar hast du das Cockpit, das hast du ja auch beim Integrierten, aber durch das ist das Aufbauart, ja. Ne? Das nimmst du immer wieder wahr. Genau, aber trotzdem, es geht über wie beim Integrierten. Hier kannst du nochmal Bettchen machen, oder? Ja. Wäre optional. Wäre optional. Optional, genauso wie auch, das ist jetzt ein reiner Zweisitzer. Du kannst auch in diesen Seitensitzbänken noch einen dritten und vierten ausklappbaren Sitz mitbestellen. Ja.
Also wenn ich jetzt mit dem Enkelchen fahre oder mit einem anderen Kind, mit dem, aber in der Regel wird der mit zwei Leuten befahren. Überwiegend. Der Tisch ist auch gedeckt. Hattest du schon Kaffee? Heute Morgen ja. Du hattest schon. Wow, krass. Ich brauche dann dringend einen, mein lieber Schieber. Ah, da träume ich dann immer so vor mich hin. Jetzt hier schön der Kaffee und der Duft noch dazu. Und oh, schön. Ja, Fernseher an der Stelle ist natürlich perfekt gewählt, ganz klar. Bleibt nur stehen, wir sind wunderbar dabei. Schaltzentrale auch schön zum Zumachen. Alles einheitlich. Man sieht jetzt hier, ich habe hier den Gasflaschenkasten. Kannst du optional weglassen, dafür hast du dann den Gastank. Okay. Praktisch, ja. Tolle Sache. Du kannst schön einfach an die Tankstelle fahren, Tanks LPG. Genau. Ja, das ist Kilo. Was. Ja. Ich weiß nicht, du weißt vielleicht, dass ich Dauercamper bin, also ständig die Autos wechsle und jetzt seit 6 Jahren im Wohnmobil lebe. Und das ist natürlich schon nervig. Ich bin, gut, es geht irgendwann in Fleisch und Blut über, irgendwann denkst du nicht mehr nach drüber, aber du brauchst halt alle 5-6 Tage, je nach Witterung im Winter, deine Flasche rechtzeitig wechseln, machen, tun, Baumarkt suchen, Campinghändler fahren. Ich habe schon gut 30 Flaschen durchgeschossen jetzt seit Oktober. Also da bist du schon unterwegs. Das nimmt ja der normale Camper, ich möchte dich damit nicht beleidigen, gar nicht mehr so wahr. Ja. Aber wenn du Fulltime drin lebst, ist das ein automatisches Mitdenken. Da hast du was zu tun auch. Also natürlich bleibt trotzdem viel mehr Zeit, wie wenn du zu Hause Schnee schippen musst. Ja, das auf jeden Fall. Wenn du Schnee hast, kommt dann auch nur dazu. Einzelbetten in zwei verschiedenen Längen, links meistens für die Damen, rechts für die Herren, wie es üblich ist. Sind wir da auf 2 Meter? Knapp 2 Meter, gell? Ja. Toll gemacht. Ich mag ja dieses Yacht-Design, ist es jetzt nicht im Expliziten, aber dieses Gefühl, hier in einem Yacht-Schlafzimmer zu liegen, ja. Das liebe ich einfach. Das ist so bootstechnisch. Langes Zwischenpolster sieht man auch nicht oft, gell? Natürlich hier mit Federtellersystem drunter. Ah, herrlich. Da wird mich jetzt für ein Nickerchen nicht mal die Plastikfolie stören. Superschön. Dann kannst du auch die alte natürlich nochmal getrennt regeln, vorne, hinten. Genau. Damit du nicht erstickst, wenn du dir vorne schön warm machst. Das ist wirklich nur das Thermostatventil im Schlafzimmer. Tür zu, dann hast du getrenntes Bad. Genau, du kannst hier einmal schön einen großen Bad von machen. Ja, ja. Ich fülle gleich mal rein. Und dann hast du noch eine Schiebewand und eine Schiebetoilette, das ist auch interessant, ja. Die ist elektrisch, ne? Die ist elektrisch? Die ist elektrisch. Cool. Die fährst du unter die Küchenzeile. Ja. Hast natürlich da dementsprechend ein bisschen weniger Platz. Ja. Aber du hast dafür eine große Dusche, wenn du mal autark oder frei stehen möchtest. Ja, die ist riesig, das ist wirklich wahr. Also da bin ich jetzt ganz baff. Toll. Dann nochmal extra den Radiator drin. Radiator darf man, sagt man hier auch Radiator? Den Zusatzheizkörper von der alte. Und was auch schön ist? Ein Riesenschrank. Ein Riesenkühlschrank. Ja. Den kennen wir. Das ist toll, das Fach. Dass man Flaschen ordentlich einstellen kannst. Hast du wieder die Schepperei nicht. Ja, einfach oder Gemüse, wenn du mal tatsächlich selber kochst. Ja, ja. Oder natürlich eine schöne Flasche Wein für abends. So ist es. So, jetzt muss ich wieder. Zack. Und dann füllen wir natürlich, ganz wichtig, Herrschaften sagen immer, vergiss uns den Kleiderschrank nicht. Das ist für viele ein K.O.-Kriterium. Wenn du in deinem Wohnmobil nicht einen durchgehenden, in normaler Höhe üblich bedienbaren Kleiderschrank hast. Wow, uns haut es die Wörter wieder raus heute früh. Nach so langen Tagen Messe. Warst du auf der CMT auch? Nein. Warst du nicht? Aber ja, nicht. Ja, ist natürlich auch eine heftige Nummer, gell? Ja, das ist ja auch das nächste wieder. Ne? Da hat der Niesmann und Bischof ja in den eigenen Stand. Ja, auch, genau. War ja auch dort zu Besuch. Und für uns, ich sag mal, wir kommen aus Osnabrück. Ja. So Bissendorf bei Osnabrück. Ja. Hannover ist noch relativ nah dran und Stuttgart ist natürlich klar. Ein schöner Rippenholz darunter. Und dass sich da wirklich viele Kunden hin verirren. Schadet aber auch nicht, dass man sich das so ein bisschen einteilt. Branchenintern, von den Händlern, von der Unterstützung her. Du hast noch einen schönen Knaus da vorne stehen. Willst du uns den noch kurz zeigen? Zeige euch nochmal die Verecke und Welt-Sondermodell. Da machen wir hier an der Stelle einen Cut. Vielen Dank schon mal. Gerne. Und das Move, danke. Wir sehen uns. Tolles Auto, wir sehen uns gleich wieder. Tschüss.